Hallo und huhu, hier wieder beim Koali. Es geht weiter. Wir sind wieder immer. Wir sind wieder? Nein, wir sind immer noch in Theros. Weder Hydren noch Minotauren noch Meervolk konnte uns etwas entgegensetzen. Aber nun kommen wir zum Endgegner, zur Armee der Wiedergekehrten. Und das könnte eine große Herausforderung werden, denn es klingt nach einem Deck, was seinen eigenen Friedhof nutzt. Und da unsere große Stärke ist ja, ist des Gegners Kreaturen in seinen Friedhof zu befördern, wäre das ein guter Konter gegen uns. Mal gucken. Thymaret gebietet über seine Phalanx von Toten, die sich weigern, in der Unterwelt zu bleiben. Warum sollte ich zulassen, dass du einem so effizienten Mörder nachstellst? Fragt er. Wenn du das Orakel willst, komm und hol es dir. Eisiger. So, unsere Starthand. Zwei Mana, zwei Flugstunden, keine Kreatur. Wir müssen also einmal hoffen, dass wir eine Kreatur ziehen und einmal hoffen, dass wir Mana kriegen. Da ziehen wir doch lieber neu. Es wird schlimmer. Kein Mana auf der Hand. Also eins, das reicht nicht. Nochmal ziehen. Zwei Mana. Ein Goblin Brandstifter. Krenkos Befehl für zwei Gobbos. Damit kann man erstmal was anfangen. Behalten wir. Und die Armee der Wiedergekehrten beginnt. Da ziehen wir unser drittes Mana, das ist auch bitter nötig. Und der gute Goblin Brandstifter, immer zuverlässig, immer solide, wird er auch heute wieder irgendwas in Brand stecken. Gegner hat jetzt schon das zweite Doppelland hier. Einen Sumpf und holen uns noch nicht zwei Gobbos. Gleich holen wir sie uns. Erst greifen wir mit dem Goblin Brandstifter an. Dann spielen wir Krenkos Befehl und holen uns zwei kleine Goblins. Gegner macht wieder nichts. Soll uns recht sein. Wir holen uns die Blutflussexpertin. Und gehen in die Kampfphase über. Volle Gobbo-Attacke. Drei Schaden von den Gegnern. So, kommt da jetzt was hier von der Armee der Wiedergekehrten? Noch kann er nichts wiederkehren, es ist nichts in seinem Friedhof. Ah, da kommt irgendwas. Wiedergekehrter Zentaur. 2-4. Wenn der wiedergekehrte Zentaur ins Spiel kommt, legt ein Spieler deiner Wahl die obersten vier Karten seiner Bibliothek auf seinen Friedhof. Wird er wahrscheinlich bei sich selber machen. Nein, er macht's bei mir. Okay. Was haben wir denn dann abschmeißen müssen? Ein Krenkos Befehl und zwei Länder. Ja, okay. Dafür haben wir jetzt das Bergsturzelementar gezogen. Ja, läuft, würde ich sagen. Spiel mal. Greifen wir ihn jetzt an. Aber wir lassen ihn angreifen, wenn er denn angreifen möchte. Kommt da was? Kommt da was? Er greift nicht an und grauer Händler aus Asphodel. Dieser Name immer, ne? Asphodel.
Ein Zombie. 2-4. Wenn der graue Händler aus Asphodel ins Spiel kommt, verliert jeder Gegner x Lebenspunkte, wobei x gleich die Hingabe zu schwarz ist. Du erhältst so viele Lebenspunkte dazu, wie du auf diese Weise Lebenspunkte verloren hast. Hingabe ist die Anzahl der, der Symbole. Also hier 2, hier ist glaube ich einer. 3, 4, 5. Also müsste rein theoretisch müsste ich jetzt 5 Lebenspunkte verlieren. Ah, nur 3. Okay, es zählt nur bei den Kreaturen. Umso besser. So, uns fehlt ein bisschen das Mana. Wir spielen einen Blutschauderer. Angreifen lohnt sich nicht wirklich. Für ihn aber Gott sei Dank auch nicht. Momentan zumindest nicht. Er hat noch ein Land. Er greift an. Er greift an. So, was machen wir? Wir blocken mit unserem Blutflussexperten und hoffen mal, dass er nichts zur Verstärkung irgendwie auf der Hand hat. Block und natürlich müssen wir jetzt unsere kleinen Gobbos alle opfern. Schießen einen Schaden auf den Spieler. So, dadurch werden unsere Blutflussexpertin und auch unser Bergsturzelementar ziemlich stark. So, er hat nichts zum Verstärken gehabt. Das heißt, wir haben jetzt hier... Was kommt hier? Jetzt kommt das Mal der Geißel. Verzaubert eine Kreatur. Wenn das Mal der Geißel ins Spiel kommt, ziehe eine Karte. Die verzauberte Kreatur erhält plus 1 plus 0. Ja, das spielt er auf seinen Zombie. Und Luft abschnüren. Zerstöre eine ungetappte Kreatur deiner Wahl. Aua! Welche nimmst du? Er nimmt das Bergsturzelementar. Dann opfern wir es doch vorher noch, damit wir unsere Blutflussexperte noch ein bisschen aufpumpen können. Schade, das war so stark gerade, das Elementar. Wir haben Land gezogen, sehr gut. Dadurch kommt unser... wie heißt er? Blutschauderer wieder ins Spiel. Siehst du, so geht das mit dem Friedhof, liebe Armee der Wiedergekehrten. So. Wir holen uns den gegnerischen Zombie durch das Omen des Verrats. Eine Flugstunde brauchen wir nicht, die legen wir unter die Bibliothek. Und wir greifen an. Und machen 9 Schaden. Und dann wird natürlich der Zombie geopfert. Weg mit ihm. Tada. So, ein Land beim Gegner und kein Angriff. Kann er auch nicht, hat er keine Kreaturen. Was kommt da? Der Aufmarsch der Wiedergekehrten. Bringe bis zu 2 Kreaturenkarten deiner Wahl aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Aha, da kommt jetzt einmal was hier. Aber nur auf die Hand zurück. Das sind ja nur 2 im Friedhof gewesen. Und der spielt die Luft abschnüren und zerstört eine ungetappte Kreatur unserer Wahl. Das kann nur unser Vampir sein. Unser Blutschauderer. Stört mich jetzt nicht so wahnsinnig. Ich hätte ihn noch opfern sollen, verdammt. Naja.
Wir spielen noch ein. Ne, wir spielen erstmal nichts, wir greifen erstmal an. 7-7 ist unsere Blutschau, unsere Blutflussexpertin inzwischen. Angriff. 2 Lebenspunkte hat er noch. Hätten wir mal eben doch die Flugstunde nicht unten drunter getan, dann hätten wir jetzt schon gewonnen gehabt. Obwohl, nee, wir hätten das Mana nicht gehabt. Wohl doch, hätten wir wohl. Egal. Nächste Runde gewinnen wir. Ich prophezeie das. So, wir haben einen grauen Händler aus Asphodel, den kennen wir schon. Oh, Mist, dadurch kriegt er Lebenspunkte dazu. 2 Stück. Naja. Na, kann er noch was spielen? Er spielt nichts. Zack, unsere Blutschaudauer ist wieder im Spiel. So, wir spielen das Omen des Verrats auf seinen Zombie. Her damit. Das können wir unten drunter legen, das brauchen wir eh nicht. So, und Full Attack. Keine Gegenwehr. Auch die wiedergekehrten Toten haben uns nichts entgegenzusetzen gehabt. Theros haben wir abgeschlossen. Schauen wir mal. Was sagt uns der Fluff noch? Thymaret und seine Bande Untoter sind besiegt. Du begleitest das Orakel zurück nach Melitis, wo sie sich in eine dunstinduzierte Trance versetzt. Was ist eine dunstinduzierte Trance? Naja. Sie murmelt. Ein einsamer Magier überblickt ein Meer von Gebäuden. Er trägt den Schlüssel für die Erfüllung deiner Aufgabe in sich. Sie macht eine Geste und eine Schieferscherbe mit einer Inschrift erscheint in ihrer Hand. Suche dieses Symbol und du wirst den Magier finden. Nun ist dein nächster Schritt klar. Auf nach Ravnica. Warum ist das klar? Gibt es nur auf Ravnica ein Meer von Gebäuden? Gibt es das sonst nirgendwo? Oder liegt es an den Magiern? Wer auch immer diese Flufftexte geschrieben hat, shame on you. Egal, wir werden nächstes Mal sehen, wie es so in Ravnica aussieht. Bis dahin, macht's gut, euer Koali.